Was ist Badminton? Ähnlich wie Tennis oder Tischtennis ist Badminton ein Rückschlagspiel, welches seit 1992 olympisch ist. Jedoch weichen Regeln, Spielfeld und Netzhöhe stark voneinander ab. Gespielt wird mit einem Federball, der bei professionellen Spielen aus echten Gänse- oder Entenfedern besteht. Er hat eine sehr spezielle Flugbahn und fliegt in der Regel bis zu 15 Meter weit. Dabei erst geradlinig und dann schnell abfallen. Den Ball schlägt man mit einem 65 cm langen Schläger aus Aluminium oder Carbon. Die drei Disziplinen Einzel, Doppel und Mixed werden ausschließlich in Hallen mit einer Mindesthöhe von 5 Metern gespielt und bieten eine hohe Varianz an Spielspaß, der als Einzelsportler auf Turnieren oder mit seiner Mannschaft in vielen Ligen und Turniersystemen erlebt werden kann. Zurzeit betreiben etwa 14 Millionen Menschen in 160 Ländern die Sportart Badminton wettkampfmäßig. Viele weitere betreiben die Sportart als Hobby, wobei auch hier ein großer Unterschied zum oftmals mit Badminton verwechselten Federball besteht. Während Federball eine Freizeitsportart ist, die meist draußen im Garten oder auf dem Campingplatz gespielt wird und in der es darum geht, einen möglichst langen Ballwechsel, oft auch ohne Netz zu spielen, geht es beim Badminton darum, Punkte zu machen, indem der Ball den Boden in der Spielhälfte des Gegners berührt oder der Gegner einen Fehler macht. Man kann also sagen, dass man Federball miteinander und Badminton gegeneinander spielt. Um bei der mit bis zu über 400 km/h schnellen Bällen schnellsten Ballsportart der Welt mithalten zu können, erfordert es Fitness, Schnelligkeit, Kondition und gute Reflexe, aber auch eine hohe Konzentrationsfähigkeit. Somit kommt es zu vielen spannenden Sätzen, bei denen Schlagarten wie Drop, Smash, Clear oder Drive eine hohe Kreativität fordern. Trotzdem ist Badminton für jeden und für jedes Alter etwas. Wir sind Simon und Marco und werden euch in den nächsten Teilen jede Menge über unseren geliebten Sport erklären. Dazu werden wir uns im Rahmen von Badminton Basics mit vielen verschiedenen Themen rund um den Sport Badminton beschäftigen. Und immer wieder werden wir uns Profis dazu holen, die das noch viel besser können als wir. Wenn ihr euch noch mehr für Badminton interessiert, klickt hier unten und wir sehen uns in den nächsten Teilen.